Jo, was geht ab? Hier ist wieder Damon. Heute aus Hamburg. Ich bin bei SQ Miles zu Besuch oder Simple Products und habe mir gestern schon mit denen einfach mal alles bei denen angeschaut, das Lager und den kleinen Showroom, und wir haben viele Sachen besprochen und wir haben uns auch die Produktion von der Premium Bison Serie, also von den neuen Made in Germany Power Racks angeschaut. Puh, die Teile sind schon richtig, richtig geil. Also super präzise verarbeitet, geile Schweißnähte, die Pulverbeschichtung ist der Hammer. Das wird alles mit Laser geschnitten und sowas, das sieht einfach ultra geil aus. Aber ich war ein schlechter YouTuber, ich habe gestern so gut wie nichts gefilmt, aber wenigstens die Produktion habe ich ein bisschen gefilmt, also schauen wir direkt mal rein. So, wir sind jetzt hier in der Produktion, wo die neuen Premium Bison Racks gefertigt werden, und wir gehen jetzt mal direkt angucken. Also, let's go! Also, was soll ich sagen? Die sehen schon richtig, richtig gut aus. Also das Krasseste vor allem ist die Pulverbeschichtung. Da kannst du rumkratzen, da sieht man gar nichts. Also ich denke mal, die wird richtig, richtig stabil sein und auch richtig lang halten. Und ich bin echt mal gespannt, wie es halt aufgebaut aussieht. Ja, also leider konnte ich kein zusammengebautes Rack sehen, aber ich konnte mir schon die J-Cups angucken, die Sandwich J-Cups, die auch richtig geil gemacht sind und halt auch wieder alles so präzise verarbeitet. Das ist schon deftig Unterschied zu den anderen Racks, die man sonst so kennt. Und vor allem die Pulverbeschichtung, die hat es mir echt angetan. Ich habe mit dem Produktionsleiter noch gesprochen gehabt, habe mir das ein bisschen erklären lassen mit der Pulverbeschichtung, worauf es da ankommt und was den Unterschied macht zwischen einer richtig guten, stabilen Pulverbeschichtung und warum bei vielen so günstigen Racks die einfach viel, viel schneller abplatzt. Wahrscheinlich sind es einfach Arbeitsschritte, die da ausgelassen werden. Also vor allem nach dieser Brunierung auf dem langen Stahl wieder zu bringen und danach richtig, richtig, richtig zu säubern und dann halt eben auch ein gutes Gemisch an Pulverbeschichtung dann drauf zu packen. Also wirklich, ich denke mal, da wird es richtig schwer sein, Macken reinzukriegen. Und auf jeden Fall, heute gehe ich nochmal hin und wir werden viele technische Sachen besprechen, also die noch in Entwicklung sind, und auch bestehende Sachen schon nochmal durchsprechen, dass wir da vielleicht einfach gucken, wo ich irgendwie noch helfen kann, wo man noch was verbessern kann und auch so ein bisschen so, ja, ich sag mal so, ich bin jetzt so hier als Sprachrohr für uns alle da, die Tag ein, Tag aus im eigenen Homegym trainieren und eben da halt geiles Equipment haben wollen mit möglichst viel Funktionen und nicht allzu viel zahlen wollen natürlich dafür, also wir wollen ja alle Geld sparen, aber halt trotzdem was Gescheites haben wollen, mit dem man halt gut trainieren kann, mit dem man alles machen kann, was möglichst einfach einzustellen ist und wo man nicht ewig rumbauen muss und so weiter. Also das ist so meine Aufgabe eigentlich, dass ich da versuche hier das noch irgendwie einfach zu optimieren alles und ja, so meine Erfahrung einfach einfließen zu lassen. Und heute werde ich auf jeden Fall schauen, dass ich euch einmal den ganzen Showroom zeigen kann, weil da sind nämlich auch einige Sachen aufgebaut, und dann auch einmal eine Tour durchs Lager machen kann. Und wenn ich dann schon im Lager bin und auch im Showroom die ganzen Sachen, die ich bei mir nicht im Kraftraum stehen habe, vielleicht mal ganz, ganz, ganz schnell zu reviewen. Also sei es die SQ7 Rack Serie, das NE700 oder die neue FB3i Bank. Das ist diese zusammenklappbare Bank, die man wirklich auch flach zusammenpacken kann und verstauen kann. Die übrigens auf den ersten Blick einen richtig stabilen Eindruck gemacht hat. Also hätte ich nicht gedacht, dass eine klappbare Bank so stabil sein kann. Aber wir gucken mal, ich muss mir jetzt noch schnell fertig machen und dann geht's schon wieder los. Also ich versuche euch mitzunehmen. Ihr werdet ja gleich sehen, was ich alles filmen werde. Also let's go. So, jetzt bin ich bei SQ Miles im Showroom und bevor jetzt noch jemand sich Sorgen macht, ich habe mich am Abend vor der Abreise nochmal testen lassen, war negativ, und gestern wurden alle Leute hier, alle Mitarbeiter auch getestet, auch alle negativ. Also von daher, wir sind alle auf der sicheren Seite, benutzt natürlich trotzdem unsere Masken, wenn wir zusammen in einem geschlossenen Raum sitzen. Ich habe mir jetzt hier schon mal ein bisschen alles angeschaut. Ihr müsst natürlich bedenken, der Showroom ist ja eigentlich geschlossen durch Corona, aber hier haben wir eine schöne Auswahl an Stangen. Da oben die Cerakote-Stangen. Ich habe noch nie eine Cerakote-Stange in der Hand gehabt bisher. Muss sagen, fühlt sich echt gut an. Auch wieder so der glatte Bereich fühlt sich schon sehr griffig an. Also von daher, Cerakote kann man
bedenkenlos zugreifen. Ich glaube, gerade auch für die Crossfitter interessant. Dann hier hinten noch die ganzen verschiedenen Gewichtsscheiben, die es gibt. Also hier zum Beispiel die Competition Bumper Plates, habe ich ja auch noch nie gesehen gehabt. Vom Material her gefühlt ein bisschen anders wie zum Beispiel von Eleiko, die Wettkampfbumper. Die hier gefühlt eher nochmal eine gummiartige Textur. Weiß nicht, ob es dann leiser ist damit, aber könnt ihr mir schon vorstellen. So, schaut mal her. Die Boba, die habe ich ja bisher auch noch nicht in echt gesehen. Und erster Eindruck. Die stärkere Biegung vielleicht zur Strength Shop, die ich habe, ist auf jeden Fall angenehmer für die Schultern als die kaum gebogene. Dafür ist die ein bisschen dünner. Ich würde schätzen 29 mm würde ich schätzen. Könnte man mal online nachgucken. Auf jeden Fall die Ränderung deutlich schärfer und besser als die von der Strength Shop. Ja, aber leider ist die hier schon reserviert. Dann haben wir hier, so kann man sehen, die Beinpresse, die echt kompakter ist als gedacht. Also vielleicht muss ich mal überlegen, ob ich doch eine Beinpresse haben will. Aber jetzt teste ich erstmal, ob die Höhe für mich passen würde mit meinen langen Haxen. Also gute Neuigkeiten an alle mit langen Beinen, die groß sind. Ich konnte jetzt problemlos auch Wadenheben machen, komplett wegstrecken. Ich konnte komplett rausdrücken. Die Hackenschmidt-Kniebeuge konnte ich auch direkt in der Einstellung reinsteigen. Also da kann man auf jeden Fall, wenn man groß ist, auch benutzen. Das Einzige war, dass ich nicht ganz so tief runtergehen konnte, wie ich vielleicht gegangen wäre. Aber wenn man die Fersen auf dem Boden lässt, kommt man dann eh nicht mehr so tief. Und in der Hackenschmidt-Variante war das bisschen Gewicht echt nicht so leicht, also da braucht man nicht viel Gewicht draufladen. Dipständer, der ist super stabil und ich habe auch schon den Tonio Zeitler, das ist ja der deutsche Rekordhalter im Dip mit 160 Kilo, wenn ich mich nicht täusche, gefragt, welchen er empfehlen kann und er hat den hier auch zu Hause stehen und der hat da also gesagt auch, ja, er wiegt selber wiegt er 100 Kilo, 105 Kilo plus 160 noch dran gehängt, also ich glaube, wenn es für ihn reicht, dann reicht das Ding für jeden. Und dann haben wir hier SQ7. 08 müsste das dann sein, das ganz hohe. Also auch für 50x50 mit 2 mm. Was mein allererstes Rack früher auch hatte. Echt stabil und macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Da kann man richtig ordentlich dran trainieren. Und vor allem auch die Höhe ist halt geil. Also Klimmzüge, ich kann fast ganz aushängen. Dann der Vorteil, was ja die vielen so Einsteiger-Racks eben nicht haben, ist diese Tiefe hier. Also man hat schön viel Platz. Dürften hier 90 cm sein. Also da kann man schon richtig gut trainieren. Dann gehen wir mal weiter, weil hier hinten steht nämlich noch das NE700. Das ist ja sozusagen die kleinste Rack-Serie. Und da kann man auch sehen, hier oben eine Wonky-Bar mit dran. Dann gibt es hier auch die J-Hooks mit den Rollen. Dann die Flip-Down-Safeties. Also alles, was ich mir früher in einem Rack gewünscht hätte, an meinem, was ich hatte. Aber damals gab es sowas noch nicht. Ja, also von daher macht auch einen echt guten Eindruck. Ist gut verstrebt. Ordentlich. Hier unten nochmal CC Squat. Habe ich gestern schon ausprobiert. Und funktioniert echt gut. Und ja, da hinten steht noch eine andere Variante. Macht auf jeden Fall auch einen richtig guten Eindruck. Gehen wir mal hier hinten weiter, weil hier steht nämlich noch mein altbekanntes SQ510 Rack, was ich ja auch in der Garage damals hatte. Und ich muss ehrlich sagen, ich vermisse es auch ein bisschen, weil das Ding ist so stabil. Es ist halt einfach echt. Ich hätte niemals gedacht, dass so ein Squat-Ständer mit 60x60 Uprights, gut, der hat 3 mm, aber halt ohne Klimmzugstange oben und sowas, das so stabil sein kann. Aber das Ding ist richtig gut. Steht es bei Nico und er trainiert fleißig damit. Und dann haben wir hier noch
halb versteckt. Das SQ510 Lite habe ich ja auch noch nie in echt gesehen gehabt. Und da war ich mir auch immer unsicher, ob das dann mit den 2 mm und 50x50 Vierkantrohren auch noch so stabil ist wie das 510, das normale. Und ich kann sagen, die Lite-Variante macht einen ähnlich stabilen Eindruck. Also wer dann nicht unbedingt das Westside-Spacing braucht, der kann sich dann auch damit begnügen. So, und dann gucke ich nochmal rum. Bänke kennen wir ja alle. Von daher schauen wir mal, ob wir jetzt noch kurz ins Lager rein dürfen. Okay, jetzt sind wir im Lager und vielleicht könnt ihr ja schon erkennen, hier hinten werden normalerweise die Produktbilder gemacht. Und schaut mal her, das ist die neue, ich will nichts Falsches sagen, FB3i. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie der Produktname ist. Das ist die verstellbare, klappbare Bank. Und sie schreiben mir auf der Webseite, es ist die stabilste, klappbare Bank. Also eine, die man komplett flach zusammenklappen kann. Und das Ding ist richtig fest. Also wenn ich mich auch hier drauf stelle und dann an der Rückenlehne wackel, außer dass es halt hinten wegkippt, aber so an sich, wenn ich drauf bin, die Rückenlehne wackelt kaum. Und dafür, dass es echt eine klappbare Bank ist, richtig, richtig gut. Und da ist der Latzug und hier sind alle Sachen sind schon verkauft. Das heißt, die werden jetzt noch konsolidiert und dann auf die entsprechenden Paletten gepackt mit anderen Sachen, die die Leute halt kaufen. Und dann werden die vorne von der Spedition abgeholt. Aber schon heftig, also alles, was hier steht. Also ich sehe hier der große Latzug. Ich sehe hier immer noch den großen Latzug. Hier ist die Beinpresse Hackenschmidt. Da hinten ist auch noch ein Latzug, also klappbare Hantelbank. Da hinten nochmal mehr Beinpresse. Also es ist echt heftig. Hier ist auch schon fast alles verkauft. Und die sind auch alle verkauft. Und hier sind schon die ganzen Pakete, die jetzt alle fertig sind auf Paletten. Und die werden da jetzt auch hinten gleich abgeholt. Das heißt, da können sich die nächsten Tage ein paar Leute auf ihre Lieferung freuen. Ja, also wie gesagt, voll viele Sachen sind halt schon eigentlich verkauft. Aber weil die verkauft sind, heißt es, die sind auch bald weg hier. Und dann ist hier Platz für neue Sachen. Und nochmal als Tipp jetzt für alle, ich habe offiziell nachgefragt, wenn ihr wissen wollt, welche Sachen wann wieder verfügbar sind. Also generell ist es so, auf der Webseite von SQMiles steht ja bei ein paar Sachen voraussichtlicher Liefertermin, wann die wieder da sind. Und bei allen anderen Sachen kann man von 6 bis 8 Wochen ausgehen, solange nichts dazwischen kommt. Also mit dem Suezkanal habt ihr ja jetzt mitbekommen gehabt, dass da so ein Tanker gedacht hat, er muss ein bisschen driften und den 10 Tage lang blockiert hat. Sowas weiß man halt nie. Es kann immer sein, dass sowas passiert. Dann sind da 10 Tage Verspätung und dadurch wird jetzt aber auch danach der Hafen unglaublich voll sein. Und es wird einfach richtig, richtig übel sein, dann ja die Sachen vom Schiff zu bekommen. Also von daher, normalerweise, wenn was nicht dabei steht, kann man von 6 bis 8 Wochen ausgehen. Und ihr könnt ja halt auch sehen, wenn es schon länger so ist, dann ja, es wird irgendwann wieder reinkommen. Das ist der Standard J-Cup von der Premium-Bison-Serie. Und der ist richtig geil. Also der ist so sauber verarbeitet und auch das Nylon sieht gut aus. Also gut ab. So, ich bin im Airbnb angekommen und muss mal gucken, ob ich nachher innen drin noch filmen kann, weil das Teil ist also Luxus, das ist richtig krass. Ich dachte mir, komm, wenn ich eine Nacht noch hier im Airbnb bin, dann gönne ich mir was Schönes. Und die Lage ist, glaube ich, so wie die ganzen Reaktionen von den Leuten waren, richtig krass, also so richtig zentral. Da ist irgendwie so eine Kirche, keine Ahnung, was die ist. Hier rasten die Möwen voll aus, direkt hier unten drunter. Kamera nochmal fester schrauben, nicht, dass sie abkracht. Direkt hier unten drunter ist Wasser. Also wenn ich wollte, könnte ich hier runterspringen und doch, ich sterbe ziemlich sicher, also muss nicht sein. Aber ja, richtig nett. Jetzt gehe ich gleich noch los. In Edeka, glaube ich, ist hier unten einer. Ich brauche Batterien, damit ich für meinen Rekorder Batterien habe, damit ich noch schnell mit dem Mikrofon das Intro für den nächsten Podcast aufnehmen kann, heute noch hochladen kann und dann geht es im nächsten Video weiter. Und lass mich kurz überlegen. Ach ja, genau. Ich habe heute den Instagram-Account von SQMiles übernommen. Bisschen gezeigt in den Kulissen so, okay, der Showroom, wie sieht er gerade aus? Wie sieht es im Lager aus? Showroom ist natürlich leider gerade geschlossen. Deswegen ist da jetzt auch nicht alles so hergerichtet, wie es normalerweise ist. Aber trotzdem konnten Leute auch auf Instagram mal sehen, so okay, hier stehen noch ein paar Sachen rum. Wie sieht es hier aus? Und auch im Lager habt ihr da auch gezeigt, okay, das meiste ist halt auch schon weg. Oder kommt bald weg wieder, weil es halt schon verkauft ist. Und habe dann noch so ein Q&A gemacht und da kamen schon echt viele Fragen, was so Lieferzeiten angeht,
ob die eingehalten werden. Und ja, diese 25 bis 30 Werktage, die es aktuell sind, die werden noch eingehalten. Sondern natürlich auch nichts dazwischen kommt, also was die Spedition oder halt das Versandunternehmen halt betrifft. Und ganz, ganz viel wurde gefragt, wann halt entsprechendes Equipment wieder ins Lager reinkommt. Ich glaube, ich habe es im Video vorhin schon mal gesagt, SQMiles rechnet da immer mit 6 bis 8 Wochen ungefähr. Aber ja, es kann halt immer einiges dazwischen kommen. Dann kann es noch so Probleme in der Produktion geben, dass die halt ja einfach irgendwas nicht produzieren. Und dann gibt es halt zum Beispiel das SQ8-Rack, glaube ich, ist jetzt schon recht lange nicht mehr verfügbar. Aber ist ja nicht so, dass sie es nicht haben wollen, sondern weil einfach irgendwo hakt es einfach an einer Stelle, die vor allem halt dann von hier aus nicht beeinflusst werden kann. Deswegen, ich kann euch einfach echt nochmal nur so allgemein bitten, also unabhängig jetzt von SQMiles und Equipment, sondern mit allem einfach, denkt nicht immer gleich Schlechtes oder Böses, dass die das mit Absicht machen und euch nicht beliefern wollen. Das ist in der Regel immer das Gegenteil. Also die Leute wollen euch gerne das Home-Gym-Equipment verkaufen, die wollen euch gerne beliefern, die wollen gerne alles Mögliche machen, egal in welcher Branche es eigentlich ist. Aber dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel hier ein bisschen Einblick hatte und selbst bei meinen eigenen Sachen hier, also hier mein eigenes Merchandise, was ihr übrigens im Kraftraumshop.de kaufen könnt, da war es ja genau das Gleiche, da habe ich ja auch schon die Erfahrung gemacht, so okay, dir wird vom Lieferanten irgendwie zugesichert, ja, bis da und dahin haben wir die Sachen und dann können wir die produzieren und dann kriegst du die bis da und dahin geliefert und dann, wenn es geliefert werden soll, hörst du einfach nichts. Und wenn du dann halt mal nachfragst, die Woche später so, ach ja, bla bla bla, da ist irgendwas passiert und so, und dann denkst du ja, ja geil, weißt du, so sag mir doch Bescheid, damit ich halt Bescheid weiß. Ich hab's ja damals auch so gemacht, Vorbestellung. Das heißt, ich hatte von ein paar Leuten schon die Bestellung und ich wollte denen natürlich so schnell wie es geht die Hoodies, die T-Shirts und auch Banner und alles mögliche halt einfach schicken. Und da hatten auch alle voll Verständnis. Aber das waren Sachen, die konnte ich persönlich nicht beeinflussen. Ich konnte nichts tun. Ich weiß jetzt mittlerweile, wenn ich nochmal eine Vorbestellung machen würde, würde ich zum Puffer immer nochmal 2 Wochen länger draufrechnen, damit ich einfach sicher sein kann, okay, wenn die in der Woche sich verspäten, dann kann ich immer noch das rechtzeitig rausschicken und so weiter. Flugzeug. Kann ich immer noch rausschicken und euch trotzdem früher schicken und so weiter. Also es liegt oftmals nicht in der Hand von denen, die euch eigentlich gerne da irgendwie was liefern wollen würden, wenn sie könnten, sondern das sind Mächte oder Kräfte, die wir nicht beeinflussen können. Oder halt, wie gesagt, irgend so ein komischer Frachterkapitän denkt, er macht ja einen auf Tokyo Drift und verkantet sich dann und blockiert mal für 10 Tage so die ganze, so die halbe Welt, die halbe Weltfracht irgendwie. Ich finde die so geil, weil die gibt es bei uns ja nicht. Die hören sich so bescheuert an. Bei uns gibt es halt blöde Tauben oder sowas. Aber die sind halt einfach echt krass, Mann. Naja, also, was ich sagen wollte, nicht immer gleich böse sein, nicht immer gleich das Schlimmste vermuten. Und vor allem, die machen das in der Regel nicht mit Absicht. Also keiner von denen, also sei es SQMiles oder alle anderen, es macht da niemand mit Absicht. Und es ist nicht so, die wollen euch die Sachen nicht schicken und oder die wollen euch erst 10 Tage später auf eine E-Mail antworten, sondern da wird so hart gearbeitet, wie es geht, und es wird so schnell gearbeitet, wie es geht, und einfach auch fair. Das heißt, wer zuerst bestellt, bekommt zuerst. Und dann natürlich auch, es kann immer sein, ein Lagermitarbeiter oder jemand im Office wird krank. Und natürlich arbeitet die Person dann nicht weiter. Das geht ja auch einfach gar nicht. Ja? Und das ist auch so ein Ding, was man ja auch unterstützen sollte. Ihr selber, wenn ihr krank seid, wollt ihr auch nicht weiterarbeiten. Ja? Also von daher ein bisschen mehr Verständnis. Schadet nie. Und dann noch, das habe ich auch schon mal irgendwie in Q&As oder wenn es um solche Themen ging, auch gesagt, so, man kann ja sich beschweren, aber es gibt immer eine freundliche Art, irgendwie Kritik auszuüben oder auch nachzufragen und so. Und dann gibt es halt auch die, ja, wie hieß es früher, AK, Arschlochkind-Art, so, ja, muss nicht sein, weil generell, wie es in den Wald hineinschallt, nee, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch wieder heraus. Und so ist es halt auch, ja, also ich habe es ja selber. Wie gesagt, ich habe hier ein paar Sachen verkauft, aber selbst ich habe schon die Erfahrung gemacht, hey, oder mit dem Podcast oder so. Da kommt eine Nachricht von jemandem und du hast direkt schon keinen Bock mehr. Oder denkst du schon so, ach komm, halt die Schnauze. Wirklich, also so. Nee, man hat einfach keinen Bock mehr, weil man denkt so, die Leute sind so undankbar, wenn die dann direkt schon mit so einer ekligen Art irgendwie auf dich zukommen. Dann kann ich euch immer nur empfehlen, so, hey, probier's mal nett, probier's mal freundlich. Dann kriegt man bestimmt auch schnell und freundlich irgendwie eine Antwort zurück. Und versaut den Mitarbeitern auch nicht so den ganzen Tag oder halt eben mir oder sonst irgendjemand. Naja, das wird schon ganz viel zu lang. Ich kann euch schon mal sagen, im nächsten Video geht's immer noch spannend weiter,
weil ich reise heute nicht direkt zurück, sondern da kommt noch was. Aber einfach gespannt auf das nächste Mal und bis dahin, bleibt stark.